Ihr Lieben, ich habe eben ein wunderbares Gespräch geführt mit Roswitha Petri und das Gespräch hat uns zu faszinierenden Punkten geführt, beispielsweise zu dem Begriff der Punktmutation, was das bedeutet. Es hat uns dorthin geführt, was es bedeutet, dass sich die Hypophyse umwandelt in der zentralen Funktion hin zur Epiphyse, also die Hirnanhangdrüse in unserem Körper gibt die Macht ab an die Zirbeldrüse und was genau das bedeutet. Es hat uns dorthin geführt, wie sehr sich die Gesellschaft verändert und wie sehr das Kali-Yuga, das ja ein Keil ist, hinführt in eine goldene Zeit, in die fünfte Sonne hin, in das Satya-Yuga. Und ich habe große Freude, euch einzuladen. Seid dabei, hört euch das an und nützt das, was da angeboten wird, auch an ganz praktischen Tipps, was wir tun können, um der RNA-Impfung zu entgehen und um diesbezüglich etwas Neues in die Wege zu leiten für uns und für das Gedeihen von uns allen. Dankeschön.